Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Spiritfarer. Ich will hier nochmal an Land. Und dann holen wir uns Aluminium. Aluminium. Das war der Regisseur. Auf Wiedersehen. Freundlich. Ach geil, wie die Häuser hier am Abgrund stehen. Aber ich befürchte, hier ist nichts zu holen, ne? Ich weiß noch nicht, hier muss irgendwas noch zu tun sein, aber ich weiß nicht was. So, irgendwo habe ich doch hier so eine... da. Aber ich glaube, das bringt mir nichts, ne? Es ist einfach nur... Einfach nur, um schnell runterzukommen. Oder auch... Schnell hoch. Aha. Hummer Germinal. Hier auch nochmal. Nö, hier habe ich nichts verpasst. Okay, dann war es das erstmal. Ich denke mal, wenn wir dem Heini da irgendwas geben, dann... können wir da auch irgendwo rein. So. Aluminium. Wir können ja auch noch mal zu ihm. Und zu ihr. Und zu Marsha auch noch. Weil, dann kann ich da noch ein bisschen Marmor an. Und vielleicht gleich Aluminium. Also machen wir so, so, so. Ne, ihr versteht, was ich meine. So, so, so. So, so, so. Nachdem ich geheilt war, wollte ich nicht mehr mein altes Leben zurück. Zum Gift, zum Hass. Rosé hat mich an meine liebe Jugend erinnert. Ohne es zu beabsichtigen, hat sie mir die Augen geöffnet. Stimmt, Rose, ne? Nicht Rosé. Hat da keinen Wein gesoffen. Ich verkaufe all meine Besitztümer. Nahm jeden schmutzigen Cent, den ich hier verdient hatte. Ich kaufte ein abgelegenes Stück Land und fing ganz von vorne an. Ich lauschte den verborgenen Gesängen der Natur. Wenn du zuhörst, Stella, wenn du wirklich zuhörst, dann erzählen dir die Pflanzen allerlei Dinge. Was sie mögen, was sie brauchen, wen sie lieben. Manche nennen das biodynamische Landwirtschaft. Ich nenne es dem universalen Gesang lauschen. Ich richte mir dieses kleine Nest mitten im Wald ein. Und als es endlich darauf ansprach, als die Blumen und Bäume und Vögel wuchsen und gediehen, kräftiger als sie es mit dem Gifthauch jemals gekonnt hätten, am Tag der Sonnenwende, als der Hügel smaragdgrün war, nun an diesem Tag habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Hä? Okay. Wenn du meinst... Kristallkronleuchter. Ach so, ich dachte... Egal, was ich dachte, ne? Besorgung. 8 Birnen. 8 Kirschen. Und dann kriegen wir nochmal einen Pfirsich. Das ist doch nicht schlecht. Metallseil brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, wie man Corn Dog macht. Für Geld. Er hat immer noch der Lachs. Mehr ist es nicht. Mehr wollen wir auch nicht. Gut, der Ted wie?
Gern ein bisschen Baumwolle. So, dann gehen wir mal zu der nervigen Susanne. Mal sehen. Oh. Sammlung. Gut gemacht. In deiner Anwesenheit sind wir nichts als einfache Sterbliche. Sag an, oh große Seelenfrau. Was könnte ich dir nur geben, um deinen unermesslichen Appetit zu befriedigen? Gut, hiermit endet die aufregende Sage darüber, wie viele Edelsteine du mir bringen kannst. Denk dran, mir nicht zu schreiben. Arrogante Besserwisserin. Was? Sehr kleinere Verbesserung. Okay. Okay, ich brauche immer noch. Muss man mal ein bisschen mehr fischen. Ja, mehr habe ich auch noch nicht, ne? Nein. Aber, was ich nochmal probieren könnte, wenn ich schon mal hier bin. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Guck mal, ich kann auch selber Glas machen. Okay, ich kann erstmal nur die... Aber, das machen wir mal. Einfach in der Hoffnung, dass ich da von ihr noch was... Nein, das interessiert sie überhaupt nicht. Ha, mich dann auch nicht. Dann holen wir uns Aluminium. Sofern wir da noch ankommen. Ich habe nicht mehr so viel Reis. Deswegen machen wir den mal eben. Dann will ich nochmal eben schnell was gucken. Schreibtisch. Leinen. Stoff. Ah.
Boah, das ist direkt neben uns hier, ne? Also aufpassen, dass er uns nicht versenkt. Wenn er Bock hat. Findest du nicht auch? Oh, oh, das dachte ich mir schon. Hilf, hilf ihm bitte einfach, Stella. Ja, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Na, geht doch. Okay, das war's noch nicht. Das war jetzt aber eine scheiß Kameraführung. Egal. Da siehst du wohl. Er wird erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesen Drachen jemals wieder begegnen, sollten wir ihm wohl helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Aber jetzt muss ich erstmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Ich habe gesehen, dass einige Früchte im Obstgarten reif waren. Ich habe sie für dich gepflückt. Ja. Oh, bist du zum Obstgarten hochgekommen? Respekt. So, wir können wahrscheinlich eh nicht navigieren. Also pennen wir. Ja, irgendwie sind wir im Moment gar nicht mehr so viel auf See, habe ich das Gefühl. Außer jetzt so die kleinen Ausflüge, die wir gemacht haben. So. Marsha. WTF.
Feuerglutsamen. Alles klar. Das habe ich irgendwie schon mal gelesen, dass ich das brauche. Achso, warte. Also Eichenbrett, so 3 Stück mal machen. Und Leinenstoff noch 4 Stück. Ich sehe das schon kommen. Ich kann Marmor hier gar nicht. Oder? Ah, vielleicht. Da, Marmor. Marmor. Danke. Ach, weil du scheiße bist. Ja. Aha. Ich bin einmal mehr auf ein Hindernis gestoßen. Naja, weiß besteht. Du weißt. Oh Mann, nochmal. Wie du ja weißt, besteht der Großteil meiner Arbeit daraus, mit meinen getreuen Partnern zu korrespondieren. Dabei hast du mir natürlich schon sehr geholfen. Aha. Aber sieh mich jetzt mal an, ich bin wieder bei alter Stärke. Ich mag zwar keine Sekretärin brauchen, einen Schreibtisch hingegen schon. Wir könnten natürlich auch jeglichen Schreibtisch, beliebigen Schreibtisch nehmen, aber das würde ja den Zweck verfehlen. Nicht wahr? Aha. Zum Wohle der Ausstellung wollen wir nur das Beste. Daher habe ich einen Holzarbeiter mit ausgezeichnetem Ruf ausfindig gemacht. Ich weiß, dass er in Oxbury lebt, konnte jedoch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Aha. Deshalb solltest du losziehen und dieser Sache auf den Grund gehen. Gute altmodische Feldarbeit. Ich kenne zwar seine genaue Adresse nicht, aber seine geliebte Arbeit in einer Art Café. Aha. Vielleicht fühlt dich das auf seine Spur. Aha. Oh, und wo wir gerade dabei sind, ich habe nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher, die riesige Auswahl an Werkzeugen, die du uns zugänglich gemacht hast, ausreichen wird. Da hoffentlich alles aus Rohmaterialien gefertigt werden Aha. muss, benötigen wir eine spezialisierte Werkstätte für die anderen edlen Materialien. Zu diesem Zweck solltest du an einen Bau einer Schmiede denken. Neuer Ort enthüllt. Ihr habt eine Schmiede, oder nicht? Keine Schmiede? Naja, wir gucken mal. Nee, eine Gießerei.
Zerkleinerer. Da, guck mal, zu Staub. Das ist gut. Das heißt, ich muss das Reißbrett nochmal wieder... Na... Na... Nee. Oh. Aluminiumbarren. 5 Stück. Na, das kriegen wir doch hin. So, jetzt aber. Freut der sich auch endlich? So. Da, wo der hin will, kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Jetzt will ich da mal hin. Ja, der Drache. Ich dachte, er würde charmer werden. Wir schienen endlich gelehrt zu haben, koexistieren zu können. Oder zumindest miteinander auszukommen. Aber in Wirklichkeit wird er stärker, nicht wahr? Nun, du weißt so gut wie ich, was das bedeutet. Es ist Zeit für mich zu gehen. Bitte bring mich so immer fort, wenn du kannst. Ich werde in Ordnung sein. Du auch. Ja, irgendwann trifft es alle, ne? So, ich hätte jetzt gedacht, dass Arthur noch irgendwie was zu sagen hat. Ich habe ihm schließlich einen Schreibtisch gemacht. Ah ja, ich muss einfach mit ihm reden. Ich muss einfach hingehen. Aber wir machen jetzt erstmal das. Sofern es geht. Aha. Hörst du das, Stella? Es ist... ist das Musik? Eine Orgel? Streichinstrumente? Aha. Wie unheimlich aufregend. So düster und geheimnisvoll. Oh, welche Schönheit. Aha. Stella, könntest du bitte die Musik hereinlassen? Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Lass dich von den Noten durchströmen, Stella. Lass die Musik direkt in dein Herz dringen. Ja, machen wir. Ganz viele Glimps. Etwas hier unten. Wow. Scheiße. Oh.
Alter, ey. Krass. Das ist also von dem. Dem ihm seiner. Der macht das. Finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wo wollte ich jetzt danach hin? Wollte ich überhaupt danach irgendwo hin? Erstmal noch nicht, ne? Lass uns erstmal gucken. Ja, vielleicht zur Immerpforte, ne? Gucken wir mal, wo wir in der nächsten Folge hinballern, wa? Entweder bringen wir Summer weg. Da haben wir schon mal wieder eine neue Seelenblume. Müssen ja auch nochmal gucken. Aber ich guck gleich mal ins Menü in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Thank you.